Hey ho, Alucard ist Level 15 und hat schon überlebt. Ich meine, diese werden darauf. Oh, da oben drauf will ich noch verzichten. Aber nicht darauf. Und hat schon über 25% dieses Gebietes hier abgegrast. Bei Let's Play, du darfst weiterleben. Symphony of the Night! Benutzt das! Oh mein Gott, ich bin eingesperrt, ich werde hier sowas von vergehen. Es müsste doch meine Knochen brechen. Aber ich bin ein Superheld! Ich würde mir sie nicht brechen. Da ist Sparkman seine helle Freude dran, an dem Sparken hier. Ja, bevor wir uns an die hören. Aha! Mist. Jetzt klappt es natürlich automatisch. Oh mein Gott, ich darf hier wieder den weiten, langen Umweg gehen. Aber wenn ich den weiten, langen. Aha! Ah, seht ihr das, was ich sehe? Das hört mir jetzt erst auf. Dieser Weg, wo ich dachte, man könnte auch oben lang gehen, um zum Boss zu gehen, nicht den unteren Gang nehmen. Das ist gar kein Gang. Das ist schlicht und ergreifend nur ein paar wenige Räume mit bestimmt vielen tollen Schätzen mit drin. Und ich weiß nicht, wer es war. Imbajorna? Und was hast du der denn gemacht? Okay, der greift an. Oh, was? Eins? Eins? Wie ging das doch gleich? Zack, zack. Genau. So, ein bisschen. Ballistika. Danke, dass du mir dein Schwert zeigst. Mal sehen, ob das hier... Hilfe! Ja, hier zeige ich dir mal Feuer! Wow! Ein Schaden? Ich weiß nicht mehr, wer ist jetzt genau? War es Imbajorna? Jardinger the Real? Oder... Lass dir mir jetzt kurz mit. Oder aber... Name vergessen, es tut mir leid. Ich habe gerade eben noch nachgeguckt, aber ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Der mir gesagt hatte, ich sollte... mich hier hinstellen, da wo ich den hinter dem Ritter das Fleisch aus der Wand gehauen habe, jetzt wieder gehauen habe, weil es ist so praktisch, den Schaden sehen zu können, damit man austarieren kann, in welcher Form man Schaden macht oder eben nicht macht mit der normalen Waffe oder dem Feuerzeugzauber. Und ich soll hier einfach mal warten, und zwar eine Minute oder irgendwie sowas, wie auf dem Aufzug, und dann würde sich hier irgendwie einen Weg eröffnen, der mich zu einer tollen neuen Waffe bringt, die so ähnlich ist wie meine jetzige, nur mit mehr Durchschlagskraft. Davon können wir nie genug haben. Oder soll ich mich hier in dieses Loch verfranzen? Okay, ich tue es jetzt gerade mal. Die andere Sache war die, der gleiche Imbajorna? Ich glaube, ja. Er hatte mir auch gesagt, da wo ich in der letzten Folge nochmal zurückgelaufen bin, quasi in dem Raum neben... diesem Kistenverschiebungsraum, da könnte ich unten, wo das Skelett rumläuft und wo ich den Blitztrank bekommen habe, kommt da was? Nein. Da könnte ich, was war das, mit einem Schwert den Boden massakrieren, aber kann ich das auch mit diesem Schwert hier? Also, ich meine, ich gehe noch kurz raus. Nein, spring. Ich meine, das reicht ja nicht wirklich bis runter zum Boden. Und das, meine ich, hatte ich auch probiert. Also, keine Ahnung, ob es da irgendwie noch einen anderen Move gibt, mit dem ich den Boden massakrieren kann. Keinen blassen Schimmer. So. Gucken wir nochmal kurz nach. Also, es würde mich echt wundern, wenn hier wirklich nichts anderes wäre. Oder meinte er den Raum hier runter? Nee, er hatte mir geschrieben, das wäre der Raum hier mit dem Fleisch. Ist hier nur eine Minute schon rum? Keine Ahnung. Ich warte mal kurz ab hier. Der Alucard ist der Level, was war jetzt? Ich glaube 15 geboten Level. Und ich habe schon über 25% der hiesigen Karte aufgedeckt. Also du darfst da oben weiterleben. Also schon massiv... Achso, das Ding geht auf. Dann nehmen wir doch den Aufzug nach unten bei Let's Play Castlevania. Symphony of the Night. Hilfe, ich bin eingesperrt, ich komme nicht heraus. Wenn ich mich umdrehe und meine Stimme hochstelle, dann werde ich vielleicht auch als eiserne Jungfrau durchgehen, wo der liebe Prinz mich zu erretten versucht. Sind wir hier richtig? Nein! Nein. Was mir aufgefallen ist, bei dem Blick auf der Karte, wenn ich jetzt weiter nach rechts gehen würde, da wäre ja der quasi Gang, wo ich gedacht habe, oh, da geht noch einen höheren Gang, einen oben angelegten Gang, wo ich auch zum Boss käme und wo ich entsetzt war, dass ich diesen Gang nicht gehen konnte, weil eben diesen Gang nicht gehen konnte. Und, ja komm, greif du an. Jetzt geht's. Jetzt kommt der, nicht der Pain Train, Feuerzeug. Guck mir mal, was das macht. Meine Joker-Karte. Scheiße. Warum muss dieses Ständerding im Weg stehen? Hoffentlich trifft mich das nicht. Ja, aber es trifft ihn. Und da sagt man ja doch, dass dieser Feuerzeug... Ich habe ein Rapier gefunden. Ein Rapier? Dass dieser Feuerzeugzauber schlecht wäre. So, gucken wir mal ganz kurz. Rapier. Wow. 18. Da habe ich ja echt was Gutes gefunden. Ja, würde ich mal sagen. Und... Es ist halbwegs... Das ist bei mir immer noch über diese quasi Pistole. Aber das ist auch ein bisschen schneller. So, ich glaube, das war Imbajorna oder Jardinger the Real. Bin mir nicht ganz sicher. Der sagte hier, wo ich das Fleisch gefunden habe. Wenn ich mich entweder in diesen Raum
eine Minute lang oder was es ist hinstelle. Oder ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier hinstellen muss, wo ich das Fleisch gefunden habe. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Dann soll ich ein Geheimnis freischalten, wo ich noch ein paar Wiese mehr auf... Oh, das dauert doch keine Minute. Das ist toll. Wie kommt man denn da bitte schon drauf? Wie soll man zum Teufel da drauf kommen? Ist es ein Sack Reis oder was, der umgefallen ist? Jewel Knuckles. Juwelenhandschuhe quasi und einen Spiegelküras. Das ist, oh, ganz gutes Zeug, ganz gutes Zeug. Spiegelküras macht gar nichts. Polish to resist stoning. Okay, damit können wir hier gut das Hasch vertilgen, ohne dass uns was passiert. Da können wir noch mit Auto fahren im Anschluss. Aber ansonsten macht es von den Werten her gar nichts. Egal, nehmen wir trotzdem mit. Und, wie komme ich hier raus? Nein. Doch, so. Und, Rapier. Was habe ich jetzt gerade gefunden? Also, ich habe ein paar Handschuhe gefunden. Jewel Knuckles. Jewel mit Juwelen verbesserte Handschuhe quasi. Ich teste oder wechsle das mal damit aus. Hi, Handschuhe. Hahaha. Hier. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Ah. Oh. 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 Okay. Ach, das ist der Raum. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Das da ist geil. Das ist eine tolle Möglichkeit, noch früh an solche Sachen zu kommen, wo ich wahrscheinlich sonst erst später wieder dran kommen würde. Aber ist das Ding wirklich so schnell wie meine Fäuste des Nordens? Ich meine, wie mein tolles Dings. Na egal, wird schon soweit sein. Oh ja, mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle. So, jetzt gehen wir zum Kartenaufdecken nochmal kurz hier in meine neue Eigentumswohnung rüber. Mit tollem Ausblick und Streichelzoonest. Und Extreme The One grüßt an dieser Stelle. Hallo, darf ich dich streicheln? Ich meine, hier brennt schon ein Feuer. Da könnte ich dich auch drauf braten, du. Du Americano-Adler oder was auch immer du bist. Brütest du da? Stirbst du jetzt gerade? Machst du dich sauber? Nein. Ich könnte das hier auch durchgucken, aber... Wie? Damit nicht. Damit auch nicht. Oh, jetzt fliegt er wieder weg. Jetzt habe ich ihn verscheucht. Wie kann ich das denn angucken? Das leckt auch nicht. Mit Start sowieso nicht. Mit L, mit... Nein, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Jo, vielleicht kann ich da reinbellen und es wird verstärkt. Alarm! Arru, 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 arru. Nein. Und Omega hat mir gesagt, ich soll mit... Ah, oho. Interessant. Also wenn ich zweimal in eine Richtung drücke, dann kann ich damit schnell laufen und springen. Und ich kann nicht durchs Fenster springen. Das ist auch nicht schlecht. Ist da irgendwas drin? Also ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich dadurch dieses Fernrohr gucken soll. Auch wenn... Hoppala. Ich Fernrohr für latent sehr gut halte. Haben wir richtige Stelle und dann... Nein. Also kein blassen Schimmer, wie das funktionieren soll. Das tut er einfach nicht. Vielleicht hat er Angst, es ist ein Scherzfernrohr. Ich bin auch immer unschlüssig, wann zu welchem... Oh, Moment. Moment. Moment! Hab ich... Oh, wow! Ich kann Martial Arts! Ich kann mit meinem Bein nach vor... Wow, wow, wow. Das ist geil. Ich bin... Oh, das ist auch noch geil. Critic... Nein, ich will mein Buch wieder haben. Ich bin belesen und ich muss zur anderen Seite wieder rüber. Ich bin auch immer unschlüssig, wann ich denn... Aha! Wow! Wow! Das ist toll! Jetzt bin ich Superman! Jetzt bin ich aber auch immer noch unschlüssig, wann ich mich denn nochmal aufmachen soll zu den anderen, blauen Türen. Was heißt andere blauen? Moment, nein, Moment. Wo wir gerade schon mal hier unten sind, war das die Stelle? Moment. Nein, da muss ich nochmal einen höher. Wo ich denn, oder wo ich jetzt blaue Türen anscheinend aufmachen kann, ob ich da jetzt schon mal hin soll, ich meine, jetzt bin ich mal gespannt, also das ist so ein, ich bin schon fast, boah ey, oh, ich bin wirklich hier, Jean-Claude von Alucard, Bloodsports, falscher Raum, nein, da ist ein Speicher, nein, das ist nicht wahr! Das ist nicht... Da ist der Busraum! Da ist der Speicherpunkt! Ich bin so ein blöder Idiot! Ich hab gedacht, da wäre der Durchgang gewesen und da ist ein Speicherpunkt! Oh mein Gott! Ja! Wir haben noch den Teleporterraum. Ansonsten weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob der Teleporterraum in der Nähe von so einem Blau... von einer Blauraumtür ist. Aber ich sehe da unten was. Ich hoffe, ich denke dran, das zu markieren. Ansonsten sehe ich euch da... Ich gehe nochmal eben jetzt zum Reporterraum. Moment, wir benutzen jetzt mal die neuen Schnelllauffähigkeiten des Hundes. Ach, der hat denn irgendwie den Degen irgendwie so noch mit drauf. Ah, wir können jetzt also weit, weit springen. Wenn wir das denn können, wirklich... Ach komm, leck mich. Ich meine, ich bin ein Hund, ich darf das, ohne dass das irgendjemand hier falsch versteht. Und... okay. Also ich bin schon fast gewillt, hier das Ding wieder auszutauschen gegen meinen... Mein Messerchen. Das scheint mir doch sehr, sehr überpowered zu sein. The power of 9000! Ist das der Weg?
Nein, der ist noch weiter nach oben. In der Bibliothek. Es tut mir leid, dass ich hier gerade das ganze Backtracking noch mit drin habe. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ihr bei solchen Spielen das überhaupt sehen und verfahren wollt. Ob ich das denn eigentlich rausschneiden soll. Weil ansonsten haben wir das Problem. Hat er was verloren? Nein, nur sein Knöchelchen, der mit despawned ist. Bam. Aua! Der hat einen Reichweitenvorteil. Aber wir haben kritische Vorteile. Gar nichts kritisch. Kommt auch sogar durch seinen Schild. Ja, schießt du nur Armleuchter, schießt ihr Armleuchter. Aua! Ja, ja, das war zumindest nicht der Schuss, sondern... Ah, oh, verdammt, mein Fuß war zu kurz. Haha, verdammt, ich will mehr Fuß. Mit dem Fuß könnte ich vielleicht den Boden durchbrechen, was Imba Jonah mir da... Oh, ich hätte doch mit dem Aufzug ganz nach oben fahren können. Ich sehe euch dann da wieder. Wo ich dachte, ich sehe euch da wieder. Aber es sind mir noch vielleicht, wie ich am besten mit dem Backtracking verfahren soll. Weil bisher haben wir nur ziemlich viel älteren Content gesehen. So, bis gleich. Doch ich dachte mir, wo ich schon mal quasi in der Nähe bin, probiere ich das hier mal mit dem Fuß den Boden zu vernichten. Aber es scheint mir nicht zu gelingen. Wird dir nichts gelingen. Bla 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 bla. Verdammt, zu lange Rock'n'Roll Kiss nicht mehr gesehen. Ja, also der Fuß scheint mir noch die beste Option zu sein, hier irgendwie den Boden zu durchbrechen, aber... Mit diesem Schwert hier kriege ich es auch nicht hin. Deswegen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich... Moment. Vielleicht damit. Weil das Buch macht ja auch irgendwas. Das Buch Mudora. Also, okay. Also, ich gebe es jetzt erst nochmal auf, weil ich jetzt hier auch nicht wirklich irgendwie eine Möglichkeit sehe, da... Hoppala. Da durchzukommen, durch den Boden. Deswegen gehen wir dahin, wo wir ursprünglich hin wollen. Bis gleich. Oh, da ist immer wieder. Oh, lala, da schießen sie auf... Ach, doch, verdammt, das war die Stelle hier. Okay. Jetzt habe ich den ganzen Weg, glaube ich, umsonst gemacht. Ja, es war tatsächlich die Stelle. Aber ja, oh, da komme ich nicht, kam ich nicht weiter. Da muss ich dann jetzt wohl weiterkommen. Dann hier weiter und nördlich über uns werde ich jetzt mal weiter hochmarschieren und es da weiter probieren. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich hatte überlegt, ob ich noch ganz nach rechts soll, um diesen höhergelegenen Gang, wovon ich eben geredet habe, von der linken Seite nochmal reinzugehen, wo kein höhergelegener Gang ist, sondern nur ein einzelner Raum. Aber, nee, dann ist mir jetzt doch ein bisschen zu weit weg. Da können wir später nochmal hin. Und bis dann. Nein, ich will nicht durch die Tür. Verdammt, hast du keinen eigenen Willen, Alucard, dass du nicht durch die Tür gehen da kannst. Von eigenem Willen heraus gesehen her. Und wenn die Tür sich aufmacht. Und... Oh, hallo, Schnuckel. So, we meet again, Alucard. Yeah, it seems so. As friendly as ever, I see. It's strange. This castle is different than I remember it. Renoviert worden. This castle is a creature of chaos. It may take many incarnations. So I can't trust my memories, huh? Oh well, I'll do my best. Good luck. Ja, was für ein Nachteil, aber damit hätten sie zumindest mal erklärt, dass dieses Schloss irgendwie mit jedem weiteren Teil wieder anders ist. Obwohl der gute Dracula, der hätte auch umziehen können bei seinem Vermögen, die er angehäuft hat. Oh, die königliche Kapelle? Mit königlichem... So macht man das! Direkt einfach zugänglich. Einen schönen Speicherpunkt. Wobei ich mir jetzt gerade nicht so sicher bin, ob ich in dieser schönen Kapelle... Tatsächlich weiterkommen. Moment, kann man diese Dinger hier nicht auch kaputt machen? Bestimmt gibt es mindestens in einem dieser Speicherräume irgendwie einen versteckten Weg dadurch. Das war in Metroid doch auch so. Obwohl, nein, ich komme hier hoch. Wunderbar. Ich habe schon gedacht, ich käme hier nicht hoch. Ja, na, guck mir mal. Ah, das sieht nach einem Speicherraum aus. Nein, sondern nach. Ist da oben eine Schildkröte? Ein Ring. Ein Aquamarin. Kann ich jetzt Leviathan Verdammt. Mit Leviathan beschwören? Nein, ich kann das Ding. Oh mein Gott. Knochensichtbumsies. Ah! Gott. Da. Oh, lalala. Moment, das könnte ich doch gleich mal probieren. Oh Gott, es feuert, es feuert. Es feuert doch nicht. Oh, es feuert. Ah, ich bin... I'm fired. Ich muss meinen neuen Job suchen. Verdammt nochmal. Ich sollte sie von der anderen... Aua, verdammt nochmal. Ich sollte sie von der anderen Seite töten. So. So, das ist der gute heilige Nicht-Jesus, der sein heiliges Zweihänder-Schwert gerade aus dem Schwert zieht. Aus dem Stein zieht und deswegen der König von Usbekistan wird. Jetzt mal... Scheiße. Kaka. So, zack, zack, zack. Verdammt, die halten so viel aus. Gut, dass ich die Faust des Snorlax eingesammelt habe. Und da sehe ich um ganz viel gutes Zeug. Aber ich werde erstmal nicht hier quasi durch. Oh, dankeschön. Mein Gott, ich brauche irgendwie mehr High-Jump-Boots. Ah, ich sehe, was du vorhast. Aber ich werde gewarnt sein. Verdammt, wie hoch ist das hier? Sehr hoch, oder? Oh, stimmt. Oh, jetzt bin ich ja schon fast oben hier. Jo, Tatsache. Gut, dann gucken wir mal, ob ich vielleicht weit springen kann. Wow, wuff! Ich kann gar nicht springen. Mein Gott, du hast so lange Beine, aber kannst trotzdem nicht... Wow, ich kann doch irgendwie springen. Wow, wow, wow! Was zum...
Okay, ich glaube, das kann ich total vergessen, oder? Das kann ich sowas von knicken. Wieso? Hier springt der normal. Aber hier nicht. Moment, letzter Versuch. Letzter Versuch. Lauf! Lauf, Wuffi! Was soll das denn sein? Als wenn er jetzt ohne Hundenschild eine breite Hündin mit ihrem Hintern halt hoch. Und da springe ich jetzt genau rein. Und zwar zing! Genau jetzt. Gut, dass es den schnellen Hunde gibt, der noch schneller ist, wenn ich springen würde. Super. Du darfst das Ding beißen und das Herz fressen. Das ist gesund für dich. Nicht. So, da oben komme ich jetzt auch nicht weiter. Okay, es gibt ja eindeutig irgendwas. Vielleicht auch eine andere Verwandlung, mit der ich fliegen... Oh, oh. Fliegen kann. Oh, oh. Das ist ein Arsenal, raus, rein. Machen wir das auf die elegante Art und Weise. Mit Artillerie, Fireball, flieg! Artillerie, Fireball, flieg noch viel mehr! Ich glaube, hier bin ich... noch nicht so... Oh, es hat sich gelohnt, ausgezeichnet. Ich glaube, hier bin ich noch nicht ganz bereit. Oh, das sieht aber schön aus. Da hinten ist bestimmt der Priester und der Altar, der mich segnen will. Penner. Komm. Ist das... Ach, das ist doch Holz. Da kann ich doch drauf. Gut. Und sonst? Okay. Oh, da oben komme ich nach einer anderen Richtung. Das sieht mir nach einem Geheimweg. Oder was heißt nicht Geheimweg aus? Nein, kein Geheimweg, aber... Das könnte die... Die werden jetzt auch diese Priesterloge sein. Von beten, beten, arbeiten, beten. Und, ihr Kinder, dann kommt. So, eine Brille. Yeah, mehr Brille. Sehr schön. Jetzt bin ich... Oh, jetzt bin ich... Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ah, das macht Sinn. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz. Nein, nicht Spells. Ausrüstung. Ob eine Brille besser ist als Sunglasses. Ja, meine Intelligenz wird besser, weil ich schlauer aussehe, oder was? Wahrscheinlich machen meine Zaubersprüche dann... Wie komme ich hier wieder raus? Ah ja, so. Ein bisschen mehr Schaden. Shit. Aber vielleicht kriege ich ja noch ein Level ab. Gucken wir mal, ob es mehr Schaden macht. Aber ja, nicht mehr merken sollen, wie viel Schaden sie vorhin machen. Ich glaube, es macht mehr Schaden, oder? Eben war es noch im 20er-Bereich. Dreimal. Das Ding muss ja aushauen. Keine Ahnung. Ich habe auf dem Hinweg schon viele Gegner geklatscht, aber... das scheint ein Durchgang zu sein. Mal gucken wir mal, was hier im Durchgang ist. Ich meine... Obwohl, das ist nicht auf der Karte, die ich gekauft habe, verzeichnet. Von daher... Ist das die richtige Entscheidung gewesen, weil ich den Ritterschild bekommen habe? Ja, und von irgendeiner anderen Seite aus eine Abkürzung freischalte. Ausgezeichnet. Erfahrungspunkte. Auf der anderen Seite, ich benutze irgendwie nie Schild. Ist ja kein Dark Souls oder kein Demon Souls. Oh, ich liebe das Ding. Und was mir auch gesagt hat, das Soul Steel wäre viel zu überpowered und würde das Spiel viel zu leicht machen. Ich habe es jetzt nicht geübt, das Ding einzusetzen. Von daher ist es, glaube ich, für mich eher ein ziemlich großer Nachteil, wenn ich versuche, diese kryptische Bewegung im Kampf auszuführen. Landkarte, das könnte ein Speicherpunkt sein. Ich meine, das Ding hier... Nein, es könnte auch gar nichts sein! Es könnte ein Stühle sein! Der Beichtstuhl! Das ist die Priesterloge, oder? Hallo? Oh, das sieht aber interessant aus. Haben Sie was zu beichten? Boah, jetzt könnte Maria mal herkommen und sagen, oh, ich bin mit 13 schwanger geworden, weil ich irgendwie so ein Penner... Jetzt kann ich... keine Ahnung, es sieht für mich so, kryptisch aus. Oder kann ich als Hund was machen? Spur suchen? Die verlorenen Kinder wiederfinden? In der Schattenwelt? Nein, da kann ich anscheinend nichts machen. Außer ich kann das Kreuz mitnehmen. Nein, ist alles in der Wand drin. Nein, auch nicht. Gut. Dann doch kein Speicherpunkt. Das ist der Schaden. Dann werde ich den vielleicht doch mal Soulstil nutzen. Bevor ich... Was hatte der? Irgendwie ein Stück Stuhl am Hintern, oder? Ah, nein, nicht ganz da unten. Skill-Rang. Achso, das sollte ein überdimensionaler Hineinkotz gewesen sein. Was? Also... Ui! Was? Ich hab mich das... nicht getroffen. Oh mein Gott. Oh Gott, das war... Im ersten Moment dachte ich, diese sich schnell bewegenden Wolken da im Hintergrund wären... wahnsinnig großer Dämon. So, genau wie der da. Nein, ich werde meine schönen schnuckligen Handschuhchen nicht ausziehen. So, da oben ist noch weiter oben. Verdammt nochmal, wie hoch geht... Oh, da geht's hier super hoch. Oh, hier gibt's aber noch einen seitlichen Gang. Und den... Verdammt, ich denke mal, ist ein seit... Ach ja, das ist ein seitlicher Gang. Und... verdammt, du bist stark. Beweg das. Beweg das, verdammt nochmal. Beweg das. Hau ihm auf die entfindliche Stelle. Dann bewegt er sich vielleicht. Nein, will er nicht. Okay. Kraftarmband wäre zu gebrauchen gewesen, glaube ich. Ich hoffe, ich finde noch einen weiteren Speicherpunkt. Ansonsten wird das Spiel nicht mit dem Schluss machen. Obwohl, ich könnte Safe State setzen, aber ich will es ehrlich gesagt so... Aua! Raven hat gerade mich an. So, der Schwarze und der Skelettierte und der nicht mehr ganz Pfannenfrische. So, jetzt fliege ich aber hier sowas von rüber. Ich sollte Bücher benutzen. Dann können mich diese Krähen mal kreuzweise. Und ich... Oh, Orgelmusik. Ich liebe...
Orgelmusik. Und ich liebe nackte Frauen, wenn sie sich sichtbar... Was zum Teufel? Sichtbar machen wird. Machen wir wieder hier Joker-Angriff. Zack. Stirb. Ist es tot? Nein. Mein Gott, sie hält was aus. Die muss in das Best gebadet haben. Und sie kann ihr Zorro-Zeichen in die Wand malen. Ich glaube, hier bin ich, sollte ich noch nicht sein, oder? Vom Schaden her sind das... das tut wahrscheinlich weh, oder? Und ich vermute, ich werde da nicht als Hund durchspringen können, oder? Bin ich als Hund gefahren, kann man das läuten? Und... Verdammt, die ist wieder da. Moment, immer wenn ich... Ding, 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 ding... nein. Ding, ding, ding... Nein, Moment. Ding, ding... Nein! Nein, verdammt! Ding, 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 ding... Nein, verdammt. Ding, 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 ding... Nein, auch nicht. Ding, 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 ding... So, das mache ich jetzt aus reinem Selbstschutz. Ja. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast, weil... An die scheiß Tusnelda. Verdammt nochmal! An die blöde Tusnelda komme ich einfach nicht ran. Meine, sie hat zu langes... Sie ist zu schwer bewaffnet. Mit einer dicken... Du Scheißvieh! Mit einer, da kann man auch nichts gegen machen, gegen so blöden Viecher, wenn sie von oben aus dem Nichts irgendwie angeflogen kommen und man gerade... Ein blödes Knubbelding. So, komm her, komm her. Dann weißt du, was dich erwartet. Komm. Oder so. Ding, 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 ding. Ich treff die nicht. Nicht auf normalem Wege. Das geht nicht. Ding, 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 ding. Oh ja. So, Pennerin. Muss es eben so gehen. Kann man schlucken? Oh, man kann es läuten. Bringt das irgendwas? Kann man's abmachen? Komm ich aber nicht mehr hoch. So. Ein Fasan, der irgendwie hier Holz versucht zu verarbeiten. Oder auch nicht. Da komme ich leider nicht hoch. Aber Moment, vielleicht kann ich dagegen hauen. Nein, aber vielleicht soll ich wiederkommen, wenn ich stärker. Fledermaus! Wenn ich. Verdammt! Jawohl! Oh ja, Level Up, sehr schön. Es tut mir leid, wenn ich hier Soulstealer abuse, aber ich habe keine Ahnung, wie ich sonst der Geisterfrau Herr werden sollte, weil. Na, abgesehen vielleicht von Feuerzeug, aber. Okay, benutze ich das nächste Mal halt Feuerzeug, ist mir egal. Aber ich wollte hier noch überleben, weil so viel Fortschritt kommt nicht schon wieder, dass alles völlig hinüber ist. Tja. Mein Gott, ist das hier wieder ein langer Gang. Kann man als Hund durch andere durchlaufen, zufällig? Und noch mehr Kapelle? Geld! Genau, gib mir Geld. Gib mir dein Geld. Ein kleines bisschen nur etwas mehr Geld. Und jetzt werde ich dich feuern! Los! Oh ja! Spring! Nein, noch nicht! Jetzt... Ah, oh, Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, noch weiter oben? Okay. Dann... Captain! Nein, Jack, Rabe. Nein, das ist was anderes. Ist ja auch egal. So, oh, da oben ist noch ein Räumchen. Noch mehr in eine Richtung. Komme ich da nicht lang? Moment, da unten geht's lang, aber... Okay, hier ist gar nichts! Oh, da oben ist was. Da oben ist was. Kann ich das Laken verhüllen? Nein, ist auch ein Zong drunter. Und hier haben wir einen weiteren Zirkon, den ich verkaufen kann für massiv Kohle, hoffe ich zumindest. So, noch ein weiterer langer Gang mit Speicherstand, bestimmt. So. Zack, 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 zack. Yeah, oh mein Gott, ich komme mir gerade so pornös kräftig vor, wenn ich nicht die ganze Zeit so einstecken müsste. Wieso? Achso, ich bekomme... Ist das ein Boss? Ist das ein Boss? Ich will nicht, dass es ein Boss... Verdammt, ich habe irgendwie eine extra Waffe gekriegt, die ich nicht haben wollte. Aua! Hippogriff. Kein Boss oder doch Boss? Weiß ich nicht. Doch, scheint ein Boss zu sein. Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Oh ja, friss, friss, friss das hier! Ich glaube, ohne meine extra Waffe wäre das Ding nicht halb so einfach gewesen. Und ich glaube gerade, ich sollte hier noch nicht sein. Hallo? Impressive. You're very strong. Ich war früher in meinem Leben Boxer. Und schweigsam noch dazu. Mach was! Sag was! Geh weiter! Verdammt, du sollst dich nicht aufhängen! Dialog! Dialog! What is it you want? You didn't come here to tell me that. You're right. Do you know the name Richter Belmont? Of the Belmont clan? Of course, but... Nein, vom Bum-Bum-Clan. He disappeared about a year ago. And I'm sure he's here. If you see him, please let me know. As you wish, my lady. Oh, wie zuvorkommend. So, you do know how to be a gentleman. Warum ist eigentlich ihre Kleidung in diesem, in ihrer Porträtanimation, in ihrem Porträt dunkel und dort grün, linkmäßig? Lade bitte, Spiel.
Lade, bitte Spiel. Bitte Spiel. Ich bitte dich um alles. Also, das Spiel hat sich jetzt gerade offensichtlich aufgehangen. Ich werde das alles natürlich nachholen. Und dann sehen wir uns übermorgen, weil morgen komme ich wahrscheinlich nicht zum Video, wieder bei Let's Play Symphony of the Night. Zum Glück war der Boss nicht allzu schwierig. Okay, ich bin nochmal zurück. Und werde durchkommen. Yeah, Baby! So, ich muss... Ich habe jetzt auch übrigens mit Safe States hier gearbeitet. Also nicht, um da durchzukommen, sondern weil mir beim Nachspielen bin ich, als ich in den Bossraum gegangen bin, ist mir das Ding abgeschmiert. Und da habe ich da ein bisschen rumgefummelt, mehr oder weniger. So, und ja, ich habe ein kleines bisschen vorgespielt, damit ich das hier sehe oder diese Folge zu einem normalen Gebührenabschluss bringen kann. So, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das für diese Ausnahme hier. Ciao.